Alles okay, Junior? Wo bleibt ihr denn? Halt euch mal ein bisschen. Hier ist irgendwas nicht ganz koscher. Was ist denn los, Grummel? Na, ihr jungen Hüpfer, wer seid ihr denn? Taucht hier einfach ohne Vorwarnung auf, wie die Asse? Löscht hier diesen Brand, wie die Asse? Ihr handelt genau wie die Asse, aber ihr seid nicht die. Asse? Ja, so sieht's aus. Ihr seid nicht die Asse, was ihr nicht sagt. Entschuldige bitte, aber die Asse haben sich schon vor vielen, vielen Jahren zur Ruhe gesetzt. Kommst du von einer einsamen Insel, oder was? Schön aufpassen, Zoreme, dieser Tiger ist ziemlich scharfsinnig. Seit einiger Zeit sorgen wir, die Dschungelhelden, für Frieden und Gerechtigkeit. Also, wenn du mal ein Problem hast, zögere nicht und bitte uns um Hilfe. Tja, ich wollte euch tatsächlich gerade um einen kleinen Gefallen bitten. Wärt ihr so freundlich und würdet euch ein kleines bisschen nach rechts bewegen? Das würde mir sehr helfen. Sehr schön, vielen Dank. Zoreme? Na super, wie sollen wir dir denn jetzt helfen? Das ist eine Falle, Maurice. Oh, du Mistkerl! Sobald wir uns befreit haben, kannst du erleben, aus welchem Holz wir Dschungelhelden geschnitzt sind. Ihr könnt's ja gern versuchen, aber ihr habt keine Chance, euch aus dem Schaum zu befreien. Ich hab ihn entwickelt, um die Asse zu schnappen. Um die Asse zu schnappen? Wehe, du krümmst meiner Mutter auch nur ein Haar! Deine Mutter? Na sowas. Du bist der Sohn von Natascha? Das ist ja perfekt. Zoreme. Wenn der Dschungel in Gefahr ist. Igor ist der schlimmste Feind, den wir je hatten. Gibt es nur eine Rettung. Maurice, den Tigerpinguin. Die Pflicht ruft. Und die Dschungelhelden. Dschungelhelden zur Rettung bereit! Ich habe nie verstanden, warum erst alle in unterschiedliche Richtungen loslaufen, wenn sie sich wieder an einem Ort treffen. Sie haben die perfekte Ausrüstung. Ist noch ein Prototyp, Boris. Hier und da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. So wie das Landefahrwerk zum Beispiel. Wir sehen uns unten, Leute. Oh oh, hat bestimmt wehgetan. Sie sind Meister im Kampfsport. Sollten wir ihnen nicht lieber helfen, Gilbert? Nein. Ich bin mir sicher, dass sie ganz allein zurechtkommen. Wir zerstören den Dschungel und niemand hält uns auf. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, den Dschungel zu zerstören? Wollen wir dem Koala in den Hintern treten? Sie sind die Beschützer des Dschungels. Hab nichts gespürt. Das ist zu gefährlich. Jetzt fang nicht wieder damit an, Mom. Keine Schmerzen. Hab nichts gespürt. Ha! Attacke! Keine Schmerzen. Ehrlich gesagt spüre ich so langsam ein leichtes Kribbeln. Die Dschungelhelden. Ich glaub das nicht. Wollt ihr jetzt den ganzen Tag hier rumstehen und einfach zusehen? Vielleicht noch eine Packung Popcorn? Oh ja, Popcorn wäre echt super.